Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Mein Name ist Paulina und willkommen auf meinem Kanal. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich melde mich jetzt ganz kurz bei euch, weil heute ja der Tag meiner ersten Prüfung ist. Also ich gehe in circa einer Stunde los, schreibe in circa 2 Stunden meine Klausur. Ich gehe halt recht früh los, weil ich nicht weiß, wo das Gebäude ist und nicht weiß, wo der Raum ist. Und ich halt dann lieber zu früh da bin. Und ja, wie ihr seht, ich weiß nicht, ob man das ansieht, aber ich bin echt aufgeregt. Und ja, habe jetzt meine Sachen gepackt, Maske, Stifte, Ausweise, alles drum und dran. Werde mich jetzt noch damit vergnügen, hier die Sachen auswendig zu lernen. Also ich kann sie ja schon aus, also einfach nochmal die Sachen durchzugehen, Sachen zu wiederholen, damit die einfach frisch in meinem Gedächtnis sind. Und dann werde ich später losgehen. Ich bin schon ziemlich aufgeregt. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich hoffe, dass es eine gute Klausur wird. Und ja, ich nehme euch mit. Ich werde euch dann auch danach berichten, wie die Klausur lief. Also ich schreibe Unternehmensführung. Genau, das ist dieses eine Modul, was ich zusätzlich genommen habe dieses Semester. Und ich muss sagen, an sich macht mir das Modul schon Spaß. Und ich finde es eigentlich auch total interessant. Aber das gewährleistet mir natürlich nicht direkt, dass ich eine gute Klausur darin schreibe. Aber ja, ich würde jetzt sagen, ich fange an. Ach, Klausurphase ist wirklich Emotionschaos pur. Aber ich hoffe, es wird gut. Bis dann. Während ich jetzt für die Klausur normales durchgehe, werde ich mir den kleinen Snack gönnen. Das ist einfach ein bisschen Haferbrei, also Porridge. Mit so, so Früchtepaste, Mandeln, meinem Granola und so ein paar verschiedenen Körnern. Ich habe jetzt nicht so viel, also das ist wirklich nicht viel. Das ist mehr Topping als Haferzeug, weil ich absolut keinen Hunger habe, aber ich weiß, ich muss was essen. Genau. Also, ich habe jetzt nochmal alles wiederholt. Ich zeige euch kurz mein Outfit of the Day. Es ist einfach ganz simpel. Ich habe mir so ein Oberteil genommen, habe das so gecroppt vorne. Es ist verdammt warm draußen, aber ich will nicht mit kurzer Hose gehen, weil ich nicht weiß, wie kühl es dann in dem Gebäude ist. Und ich dann halt keinen Bock habe, mir während der Klausur einen abzufrieren. Genau, dazu habe ich eine Sportleggings an. Ganz normale schwarze Sportleggings, weil ich danach ja noch ins Gym gehe und dann passt das eigentlich ganz gut. Ich bin absolut aufgeregt. Es ist jetzt 11. Ich gehe jetzt los. Ich habe absolut keine Lust, beziehungsweise doch, eigentlich habe ich Lust, weil ich will, dass es vorbei ist. Genau, und ich mache mich jetzt los. Ich kann euch wirklich nicht beschreiben, wie aufgeregt ich bin. Dadurch, dass es eben die erste Klausur ist, dadurch, dass wir Online-Uni hatten, dass ich nicht genau weiß, was mich in der Klausur erwarten wird. Das sind sehr viele Faktoren. Aber ja, ich gehe jetzt los. Stehe ich hier mit nassen Haaren. Ich habe geduscht, weil ich nach der Klausur direkt im Fitnessstudio war, habe mir das zu essen gemacht, noch ein bisschen Serie geguckt. Jetzt ja, lasse ich entweder meine Haare so trocknen oder trockne sie schnell und gehe dann zu einer Freundin und dann geht es weiter mit Statistik. Aber ich habe euch ja gesagt, ich erzähle euch, wie die Klausur lief. An sich, ich war ultra aufgeregt. Ultra aufgeregt. Die Klausur an sich lief ganz gut. Es war nur extrem wenig Zeit, also wirklich, wirklich wenig Zeit. Ich hätte heulen können, weil ich wirklich nonstop geschrieben habe. Es waren, an sich die Aufgaben waren gut,
sie waren halt dadurch, dass es, dass jede Aufgabe nochmal so einzeln aufgesplittet war, war es halt so, dass man nicht so irgendwie in einem Schreibfluss war, sondern man hat halt die eine Sache runtergeschrieben, dann musste man sich direkt wieder auf die neue konzentrieren. Also das mit der Zeit hat echt fast gar nicht hingehauen. Ja, und mir ist eine Sache passiert, und zwar habe ich die eine Aufgabe falsch gelesen und habe halt, also für alle, die Wirtschaft studieren, ich habe halt gedacht, es wäre eine Differenzierungsstrategie, nach der gefragt wurde, und nicht eine Diversifikation oder Diversifikationsstrategie. Ja, das ist mir dann erst am Ende aufgefallen. Man musste darüber eine Diskussion schreiben und auch Beispiele nennen, was denn die Firma machen könnte. War ein bisschen blöd, ich habe dann meinen Einleitungssatz schnell umgeschrieben und mein Fazit halt anders gemacht. Hoffe, dass ich dafür Teilpunkte bekomme, weil ich muss ehrlich sagen, da war keine Zeit mehr, irgendwie das Ganze nochmal umzuschreiben. Ich habe echt überlegt, aber das hätte ich zeitlich niemals hinbekommen. Das hat mich richtig geärgert, deswegen hoffe ich auf jeden Fall, dass ich eine gute Note bekomme. Wir gucken mal, weil halt eben das halt jetzt wirklich wahrscheinlich auch voll reinhauen wird, weil die Punkte werden mir definitiv fehlen. Ja, ich hoffe, dass es trotzdem eine einigermaßen gute Note wird. Ja. Aber ich habe jetzt auch keine wirkliche Zeit, mich großartig darüber aufzuregen. Ich muss jetzt, wie gesagt, Statistik lernen. So, für mich geht's los. Ich wollte euch ganz kurz mein Outfit zeigen. Ich habe jetzt das gleiche Outfit wie vorhin an, weil ich das nach dem Fitnessstudio nicht mehr anhatte, sondern dass es jetzt halt noch fresh ist. Und dazu trage ich meinen Skort. Der ist jetzt irgendwie einen Ticken größer, als er war. Ich weiß nicht, finde ich nicht so gut, aber egal. Und genau, dazu wieder Sneaker, weil ich habe keine anderen Schuhe da. Nur offene Schuhe und Sportschuhe. Aber es ist total warm draußen, deswegen. Und ich hampel irgendwie so ein bisschen rum, weil ich weiß es nicht. Es ist einfach so der Klausurenmut. Ein bisschen hampeln muss mal sein. Und für mich geht's jetzt los. Ich nehme die Kamera nicht mit zu der Freundin. So, guten Morgen, es ist der nächste Tag. Ja, ich bin gestern recht spät nach Hause gekommen, habe dann noch Netflix geguckt und bin ins Bett gefallen. Und ich melde mich jetzt schnell so, weil ich gleich los muss. Ich gehe jetzt nämlich wieder zur lieben Alex und wir werden wieder weiter lernen. Love it. Ja, gestern zum Glück einiges geschafft. Und jetzt wollen wir das natürlich schön weiter behalten, damit wir auf jeden Fall gut für die Klausur vorbereitet sind. Ich bin auch ein bisschen unter Zeitdruck, deswegen werde ich jetzt losfahren. Bis dann! So, hello. Es ist jetzt schon der nächste Tag wieder. Also wir haben gestern ja gelernt und sind eigentlich auch echt gut in der Zeit, also gut in unserem Lernplan drin, haben dann auch eine kleine Pause gemacht und sind beim Mittagessen gegangen. Also es war echt cool. Und jetzt heute packe ich meine Sachen und fahre wieder zu Alex. Also das wird jetzt der Plan der nächsten Wochen sein, weil wir gesagt haben, dass wir zusammen lernen, was mega gut klappt und auch richtig, richtig gut ist, weil man sich so gegenseitig motiviert. Und jetzt packe ich meine Sachen, weil ich morgen einen Arzttermin habe und dafür wieder nach Hause fahre und so ein paar Sachen dann auch austausche. Genau. Aber ich wollte noch ganz kurz was sagen, und zwar, falls ihr euch wundert, ich habe nämlich darüber gar nicht geredet, wie jetzt eigentlich das abgelaufen ist während der Klausur von wegen Hygiene und Corona. Also es war so, dass man halt natürlich immer Abstand halten muss, wie man es überall machen muss. Und im Gebäude musste man auch auf eine Maske tragen. Und die Tische waren halt immer so einzeln aufgestellt mit genügend Abstand und man ist dann halt reingegangen und dann hat man seine Ausweise gezeigt, hat sich die Hände desinfiziert und hat so ein Tuch bekommen für den Tisch. Dann konnte man den Tisch am Anfang einmal desinfizieren und sobald man aber auf seinem Platz war, durfte man seine Maske runternehmen, einfach weil der Abstand zwischen den ganzen Leuten, die da sitzen, groß genug war. Und dann halt, wenn man wieder aufgestanden ist, hat man seine Maske wieder aufgezogen. Also an sich nichts, also heutzutage nichts mehr Spektakuläres.
Genau, aber ich wollte es einfach nur erzählen, weil ich darauf irgendwie gar nicht eingegangen bin, aber das ja schon natürlich eine Besonderheit ist an meiner aktuellen Klausurenphase. Genau, ich wollte mich auch noch bedanken für 1000 Abonnenten auf YouTube. Ich habe mich mega gefreut. Das ist nämlich am Montag passiert, also am Tag meiner Klausur habe ich tatsächlich die 1000 geknackt und ich bin so happy. Also es freut mich natürlich ich freue mich wirklich über jeden, der mich abonniert. Manchmal bekomme ich auch so voll süße Nachrichten und ich denke mir so, what? Also da freue ich mich wirklich jederzeit drüber und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, freue ich mich natürlich immer noch, wenn ihr mich abonniert. Und ich würde jetzt aber an der Stelle den Vlog beenden. Ich nehme euch auf jeden Fall weiter mit durch meine Klausurenphase. Da werden auf jeden Fall noch ein paar Vlogs kommen. Ich habe meine Klausurergebnisse noch nicht, deswegen habe ich die jetzt auch nicht mit reingenommen. Aber wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder und bis dahin.